9.10 Uhr, wir fahren los. Da bin ich aber in der spanischen Botschaft in der Nähe. Das ist der einzige Grund. So, schaffen Sie, ja? Nicht zu folgen, oder? Ja. Okay. Con Panadi Coelho. Langsam für uns rum. So, sehen wir. Genau, alles da. Wir sind fast in Rom. Hier, ja, Bäumen auch genannt. Ja. So, und vielen Bäumen überall in Rom, weil Rom es ist die zweite St. Johann Basilika, St. Giovanni. St. Johann Basilika, es ist auch die 1600 Jahre. Ja. Heute nicht, aber für die ganzen Monat, so August Monat. Ja. Es ist Via Aurelia. Schauen, ja. Am Ende werden Sie sehen, die Flusien. Ja, können Sie sehen, heute ist es nicht mehr benutzt. Mehr so. An Sommerzeit so, besonders so viel zu tun. Ja. Der Tiber. So viele Bar und Restauranten. Ja. Da unten, das ist eher so schon dekoriert am Renaissance-Zeit. Ja. Hinter dieser Eintritt, hinter der Mauer, Volksplatz. Ja. Da genau werden wir jetzt gehen, jetzt gleich. Ja. Aber werden wir jetzt immer gehen. So, hier am Ende der Straße, ja, werden wir aussteigen und zusammen werden wir dem Reisegruppe, Bus 26, sind wir am Plaza. Piazza del Popolo. Hallo. Doris und Helmut in Rom. Wir sind am Plaza de Popolo. Von hier starten wir unser Ausflug Rom zu Fuß. Wir sind noch keine 100 Meter vom Plaza del Popolo und schon hat Doris ein Schuhgeschäft gefunden. Auf der Via del Corso. Das ist die Via di Jesu Maria. Signore Gesù Cristo, che dentro i tuoi apostoli ti lascia la pace e dona la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, ti dona di dare pace secondo la tua volontà. Nel ricordo della Beata Vergine Maria, vostra. Das ist die Via di San Giacomo, Giacomo. Via dei Greci. Vorne ist eine kleine Auseinandersetzung. Felicia. Thank you.
ist die Via della Fede. Der Trevi-Brunnen. Den Brunnen kann man nicht erkennen vor lauter Menschen. Die Münzen von Doris und Helmut. Automatische Luftbefeuchtung. Wir sind am Plaza Venezia angekommen. Alte Ausgrabungsstätte von Cäsar noch. Cäsarin. Via Signor Nicola de Cesar.
Malcolm Hingetti. Da hinten läuft Doris. Wir sind am Plaza Navona. Brasilianische Botschaft. Wir sind auf der Piazza Navona. AIDA Fahrradbike in Rom. Doris ist in der Via de San Agnese in Agome. Dann wollen wir mal eine Kleinigkeit. Mal einmal anders als bei AIDA Bella. Wir wollten mal selber bestellen. Meglio. Ma adesso voglio qualche novità. Perché non sei mai partito? Ah, non sei ancora tornato! Ah, Ristorante Bonetti. Wie spät haben wir jetzt eigentlich? 4 Uhr sofort. Gleich um 4:30 müssen wir uns treffen. Am Obelis. 16:20 Uhr. Wir sind wieder an der Piazza del Popolo. Und gleich fahren wir wieder nach zur AIDA Bella. Oh, 16:28 Uhr. Wir sind wieder an unserem Treffpunkt. Ein letzter Blick von der Piazza del Popolo. Doris,